Wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Episode ungeschnitten Minecraft Survival Games auf dem GommelHD.net Server. Wir spielen wieder Minecraft Survival Games, so wie es passiert, so wird es aufgenommen und die Problematik, die ihr schon seht, ich möchte ganz gerne SG aufnehmen, wir haben gerade 3:30 mittags und es wird einfach keine fucking Runde voll. Das ist so die Problematik, warum kommt kein SG mehr, warum bringe ich kein Ungeschnitten mehr momentan, einfach weil die Runden nicht voll werden. Ich stehe hier und es passiert einfach gar nichts. Ich mache einen kleinen Cut und sehen wir uns gleich in-game, Leute. Endlich in-game auf SG4, hat ein bisschen gedauert, die alte Mühe von Vareide und wir haben eine sehr gute Position und da ich ja momentan so ein bisschen die, oh guck mal, da hat mein Skin, hallo Edgar GRG, willkommen, wulu, guck mal mein Skin. Da ich ja in der Gameplay-Analyse gesagt habe, dass ich ganz gerne ein paar High-Quality-Gameplays von euch haben würde, dachte ich mir, kann ich doch mal selber versuchen, eins dieser Gameplays zu machen. Wir müssen hier ein bisschen schräg anlaufen, damit wir den Doppelsprung schaffen. Sprich, einmal so schräg anlaufen, einmal so machen. Wir haben einen Eisenbarren nicht bekommen, wir haben aber einen Helm bekommen. Passt ganz okay. So, wir müssen einmal kurz gucken, dass wir geschmeidig nach oben kommen. Da ist eine Truhe, die haben wir eben gesehen, im F5-Modus. Können die mal eben auch uns snacken, haben dort eben Sachen bekommen, relativ gute sogar auch. Und können jetzt weiterlaufen Richtung Hangar. Wir können hier gucken, F5-Modus auch hier, ob da eben Flugzeug eine Truhe drin ist. Ich kann nicht mehr reden, weil ich zu schnell rede. Da ist eine Truhe drin. Hinter mir ist gerade erstmal keiner, können die Truhe eben mal kurz snacken, haben dort eben auch was Gutes rausbekommen und ja gut, können mal eben gleich on the fly Schuhe und Harnisch switchen, haben wir auch getan. Da kommt Edgar GRG an, mein Freund, please mein Freund, willst du bitte nicht hier zumachen, mein Freund? Und er will auch glaube ich nicht zumachen, er bleibt noch ein bisschen AFK noch stehen, finde ich sehr toll, dass du das machst gerade. Finde ich sehr, sehr gut. Da haben wir noch einen Goldapfel und eben auch eine Hose endlich einmal. Und haben soweit eigentlich ganz geilen Stuff. Edgar bleibt da immer noch stehen gerade. Edgar, was ist denn los bei dir? Edgar, Edgar, was ist denn los? Edgar, 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 Edgar. Gut, es ist glaube ich eine Ehre für ihn, dass ich ihn kille. Mit meinem Skin ist glaube ich wirklich eine Ehre gewesen. Also Props an dich habe ich nur gemacht, weil ne und so, du weißt es genau. Ich bin übrigens Sarkus. Ja, da sagst du mir nichts Neues. Haha, okay, der war richtig schlecht. Auf jeden Fall haben wir hier ziemlich guten Stuff gehabt. Da ist ein Typ irgendwo in diese Richtung. Und haben schon, ja, relativ, wir haben auch 2 Level. Wir könnten auch verzaubern gehen, bräuchten aber erstmal vielleicht ein Steinschwert. So irgendwann mal für die Zukunft wäre so ein Steinschwert vielleicht nicht das Schlechteste der Welt. Wir haben soweit aber schon ganz guten Stuff. Damit bin ich extrem zufrieden, haben auch hier eine Angel und eben auch ein zweites TNT, das kann einen wirklich den Arsch retten, vor allem dann, wenn man verfolgt werden oder so, kann man eben ins Bahnhofsgebäude reingehen eventuell. Da ist ein Typ, wir hätten hier aber Lowground, das könnten wir quasi ausnutzen, tun wir auch eben das Lowground ausnutzen und deswegen bekommen wir den auf jeden Fall, den Typen hier, gleich einmal, na komm, darf ich dich nochmal töten hier, dankeschön, Wunderbärchen, alles Klärchen, haben aber hier sonst keinen weiteren geilen Stuff, einen Deer haben wir aber hier. Wir nehmen aber eben die Sachen hier in die Hand und dann können wir mal kurz nochmal hier ein paar Sachen aussortieren, die wir nicht brauchen. Da oben kommt hoffentlich keiner so schnell hin. Haben auch 2 goldene Karotten, die wir eben da unten reinpacken können. Und dann, ja gut, können wir wieder nach unten laufen. Machen wir kurz eben die Tür wieder zu. Deswegen war eben klar, wir haben hier Lowground, deswegen können wir von hier anfangen zu schlagen. War mir auch schon so bewusst, dass wir da die beste Range haben werden. Dementsprechend kein Problem. Wäre oben gewesen, wäre es vielleicht problematisch gewesen, aber da nicht wegkommen so wirklich. Wir haben hier noch irgendwo einen Typen, aber immer noch kein besseres Schwert. Wir können trotzdem mal gucken, ob hier vielleicht noch was drin ist oder so. Was ich auch ganz gerne ansprechen möchte, da ich ja auch ein bisschen Real Talk immer mache, ich möchte ganz gerne in Zukunft meinen Kanal ein bisschen umstrukturieren. Ich möchte ganz gerne ein bisschen was anderes machen, habe noch nicht so die Ahnung, was ich genau anders machen möchte. Hi! Na, schade, dass wir jetzt nicht richtig reinkommen. Ja, okay, alles klar. Können wir mal eben kurz das Logo nochmal ausnutzen, sonst wir es gleich bekommen von ihm. Ach, guck mal, wie clever er das gemacht hat. Na, dürfen wir mal durch, dankeschön. Hat er sehr clever gemacht, das war jetzt echt eine nice Aktion von ihm. Kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden. Aber er hat keinen Harnisch an, wir haben ganz guten Stuff. Wenn er jetzt die Truhe erwischen will, er will hier am Rand noch irgendwie laufen, hat sich ja quasi auch... Das ist natürlich eine Situation gerade für ihn, die jetzt nicht ganz so geil ist. Er guckt aber, die guten Hits bekommt er irgendwie hin gerade. Hat aber ein Steinschwert gedroppt. Hat er nicht schlecht gemacht, mit vor allem auch mit den Kombos, die er da rausgehauen hat. Aber wir haben ihn doch relativ leicht dann bekommen. Relativ leicht, wir sind quasi jetzt voll. Wir können auch mal kurz gucken, ob wir noch zum Verzauberungstisch kommen mit den 3 Level, die wir haben. Wir werden eh eine Arena haben, wo wir ein Schwert drin haben. Wird, glaube ich, eine sehr kurze Folge, aber ich wollte eben euch nochmal ein bisschen sagen, dass ich meinen Kanal ein bisschen umändern möchte in Zukunft. Ich möchte ein paar neue Projekte, ein paar neue Sachen irgendwie angehen. Dementsprechend seid mal gespannt darauf, was ich eben so vorhabe mit euch in Zukunft. Und ja, ich muss mir da noch was Eigenes überlegen, was genau ich da will und was genau ich da vorhabe. Aber
mal gucken. Dementsprechend dachte ich mal, kann ich erstmal so eine Folge nochmal ungeschnitten bringen, weil das Format eben so eins der beständigsten ist, die ich immer schon drauf hatte auf meinem Kanal und eben euch dann auch mal zeigen kann, wie ich den Gameplay aufnehmen würde und eben auch spielen würde. Ist quasi jetzt die First Try Runde gewesen mit 4 Kills, ist in Ordnung. Wir haben ein paar kleine Fehler gemacht, die vielleicht nicht ganz so geil sind. Da kämpfen sogar noch 2 eventuell. Das finde ich ganz nice. Wir können trotzdem mal kurz den Pre-Apfel nehmen. Wir haben davon ja 2. Kämpfen die jetzt wirklich? Wie heißen die? Die heißen Dachtyp und Venox. Okay, das heißt, der Venox ist gerade relativ down. Mit etwas Glück können wir sofort zu ihm laufen. Wir haben aber das T-Shirt in der Mitte. Das meinte ich eben an Problematik. Er will, glaube ich, das T-Shirt bekommen. Ich aber auch. Und ich bekomme es. Und dann können wir ihn hoffentlich töten. Beziehungsweise können wir kurz hier reingehen. Auf Schäfer verzaubern. Da ist der Venox. Der war relativ down eigentlich, der Venox-Typ eben. Der müsste relativ down sein. Dementsprechend würde ich ihn doch ganz gerne haben. Da brennen wir, das war mir eigentlich klar. Deswegen wollte ich da eigentlich weggehen davon. Er kann wieder raggen auf jeden Fall. Hat aber auch einen goldenen Apfel gegessen. Dementsprechend, ja, okay. Wissen wir Bescheid. Ja, gut. Da ist ein Cobweb drin. Ist sehr gut gemacht. Wir können aber eben CNC placen. Beziehungsweise noch ein Cobweb irgendwie. Ist aber auch ein bisschen jetzt, na, was will er machen da oben? Will er da oben verzaubern gehen oder wie? Lass es mal sein, Junge. Wir haben aber auch ein paar wenig Herzen. Wir können auch mal einen goldenen Apfel nehmen. Einfach mal so pre ganz kurz. Und dann haben wir ihn vielleicht auch nochmal drin. Und dann können wir mal eben einen Pfeil hier reinsetzen. Den hier nicht, können wir wieder aufsammeln eventuell. Dort ist der Pfeil. Na, komm schon. Jetzt nicht zu mir laufen, Typ. Lass es bitte sein. Lauf mal zu dem da. Ist doch auch ganz nice. Na, nicht gesessen, der Pfeil, der auch nicht. Er muss ein bisschen orientieren, ein bisschen gucken, was geht da so irgendwie. Aber vielleicht bekommen wir den auch nochmal da. Wenn der jetzt irgendwie die Richtung läuft, haben wir vielleicht Glück oder so. Ja, da haben wir es ganz gut hinbekommen. Na, jetzt kommt wieder zu mir an, der Unbeirrt-Typ. Der Unliquisized-Typ. Aber er wird wahrscheinlich auch abstauben. Er hat aber auch kurz, glaube ich, ein Feuerzeug in der Hand oder so. Dementsprechend ist er da so ein bisschen auf dem Blick nach unten. Also das hat er quasi auch vor. Wir haben auch nicht mehr lange den Goldapfel. Das heißt, wir müssen mal den Kampf langsam mal suchen. Was ist jetzt bei dir los, lieber Kollege? Was hast du hier vor? Was soll das? Wir können trotzdem mal kurz gucken, dass wir noch irgendwie verzaubern können oder so. Da haben wir uns selber quasi gerade ein Ei gelegt damit. Nein, 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 nein. Da haben wir gerade selber irgendwie unser Dingens gemacht. Er kommt, so, okay, kein Cleanup, okay. So, kein Cleanup bitte. Ja, schreibt er, okay. Dann können wir mal gucken, ob wir hier irgendwie was geregelt bekommen. Er wird eh Cleanuppen oder so. Er ist da quasi... Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade machen soll, ne? Ohne Witz, ist es ein verzwicktes Deathmatch oder so? Ja, dann magst du jetzt kämpfen oder nicht? So, okay. Er kommt eh gleich. Guck mal, er kommt wieder an, der Kopf an, der Kopf ist schon wieder angelaufen, weißt du? Dieser dumme Typ da. Bitte kein Cleanup, lass es einfach mal sein. Na, aber, ja, wer stirbt von uns? Ich sterbe wahrscheinlich. Da hat er ganz gut gemacht, das Ganze. Wieso haben wir eigentlich kein CNC in der Leiste unten drin? Wunderbar. Jetzt haben wir es wieder mal. Na, hat er gut gemacht. Müssen wir eben kurz weglaufen. Er ist, glaube ich, ein bisschen besser equipped vom Leben her als wir. Hat er ganz gut die Hits rausbekommen. Da bekommt er keinen Hit mit. Wunderbar, wir können mal eben turnen. Haben wir auch gut geschafft. Und jetzt kann er mich abstauben, oder wie? Hoffentlich nicht, lieber Kollege. Lass es doch mal sein. Er kommt nach da. Wir haben nur wenig Herzen gerade, ne? Kommt er irgendwie noch an? Dann können wir eben TNC nochmal placen. Einfach ein bisschen zu raggen. Ah, da macht er schon nicht so ungeil, dieser Ventox-Typ. Aber er ist nicht so ein schlechter Spieler auf jeden Fall. Venox heißt er. So. Okay, es bleibt spannend. Bleibt spannend. Ja, jetzt kommt er an, alles klar. Jetzt kommt er wieder an. Ja, es wird eine sehr knifflige Runde, glaube ich. Wir haben beide guten Stuff, gutes Equip. Ich möchte ganz gerne nochmal versuchen, mich zu verzaubern. Kommt er wieder an, ich merke schon, ja, alles klar. Nee, wir können es nicht machen, wir können nicht verzaubern. Und der macht auch keine Anstalten, irgendwas zu tun, so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht so recht, was das jetzt für ein Kampf hier wird. Er ist mehr oder weniger ganz AFK, der hier, der Unliquisite. Ich glaube, es geht da mal drauf oder so langsam. Oder was wollen die da jetzt machen gerade? Es ist ein sehr, sehr skurriles Deathmatch. Es ist ein sehr skurriles Deathmatch. Ich überlege, ob ich es austeilen lassen soll. So, können wir jetzt uns nochmal kurz vielleicht, ja, ne, können wir nicht. Verzaubern ist nicht drin. Na? Ja, er hat die Angel jetzt sehr viel besser drin als ich. Da bin ich nicht mehr ganz so gut drin in der Angel.
Das kann man eben auch leider so sehen. Wo ist der andere Typ jetzt wieder hin? Ist er sich am Verstecken, lieber Kollege. Nicht so ungeil gemacht. So. Vielleicht können wir nochmal versuchen. Ich glaube, jetzt gleich gehen wir einfach mal drauf dann auch, ne? Ist ja bald schon vorbei, die Runde. Da müssen wir auch mal bald drauf gehen oder so. So, können wir mal eben nochmal drauf gehen. Wunderbar, schön gesessen. Aber da bekomme ich die Hits richtig krass mit von ihm. So, ich weiß gar nicht, wie mir da geschieht irgendwie. Da habe ich die Hits schon irgendwie drin. Das ist richtig komisch. Ja, okay, dann haben wir eine gute Runde mit einem guten GG. Und ja, gut. Dann haben wir hier eine relativ krasse Runde gemacht. Warum auch immer. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi.